Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir Yokai Watch 2 Geistige Geister aus. Das habe ich mir spontan mal einfach mitgenommen für 29,99 €. Hier vorne seht ihr nochmal Teil 1 und Teil 2. Hier die kräftige Seelen Edition. Und hier haben wir halt jetzt die dritte Fassung. Ich glaube, die hat aber auch eine exklusive Story dann nochmal. Und ja, mich hat das Cover angesprochen. Ich denke, ich werde mir auch irgendwann mal die andere Fassung noch kaufen. Und wie groß die Unterschiede zwischen diesem Teil und diesem sind, weiß ich jetzt nicht. Den habe ich aber noch nicht durch und dann fange ich jetzt den an. Und ich finde es gut, dass Nintendo den 3DS noch weiterhin so gut unterstützt dieses Jahr. Weil ich habe eigentlich gedacht, die lassen ihn schnell fallen wegen der Switch, weil die so erfolgreich ist. Aber der 3DS wird noch gut supportet und das finde ich sehr gut. Und darum musste ich mir das kaufen. Und ich würde sagen, wir packen das mal aus. Habt ihr das Spiel schon gespielt? Und wenn ja, gibt es da große Unterschiede oder gibt es da halt nur diese Story zu diesem Charakter, beziehungsweise gibt es da nur neue Yokais? Das weiß ich alles nicht. War wie gesagt ein Spontankauf. Und das Spiel ist von Level 5. Wenn es euch interessieren sollte, unten in der Videobeschreibung werde ich euch wieder einen Launch-Trailer verlinken. Und das Spiel ist kompatibel zum 2DS, also könnt ihr es auf dem 2DS spielen. Und hier steht die ultimative Version von Yokai Watch 2, also das ist die ultimative Edition, nur in Geistige Geister. Freunde dich mit, wie heißt der? Fleser Yokai an, okay. Und das ist kompatibel zu den zwei anderen Fassungen, steht hier. Und enthülle das Mysterium der Zeitreise, sei bei dem Erschaffen der ersten Yokai Watch dabei, exklusiv in Geistige Geister kannst du brandneue Quests und Orte erleben. Das finde ich cool. Und ich mag die Anime-Serie dazu auch sehr gerne, muss ich sagen. Da sollten ja irgendwann mal neue Folgen kommen. Aber irgendwie sind die nie gekommen auf Nickelodeon. Aber die Serie mag ich sehr gerne. Ich habe mir die auf DVD damals geholt. Dann haben wir ja nochmal diese Free Demos. Das zeige ich jetzt aber nicht nochmal. Weil das habe ich euch ja schon bei den neuen Laten gezeigt. Das werde ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und hier oben das Unboxing. Gucken wir mal in die Werbung rein. Ja, das neue Pikmin. Hey, Pikmin finden ja auch nicht so viele gut. Werde ich mir aber auf jeden Fall noch holen. Fire Emblem Echoes habe ich. Da komme ich gerade aber nicht weiter. An so einen Charakter, der verliert keine Energie im Sumpfgebiet. New Super Mario Bros. 2 und Super Mario 3D werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ja, hier haben wir dann die Yokai Watch 2 Teile und ich glaube, diese Boutique-Teile haben gerade auch einen neuen Teil bekommen für den 3DS, aber ist nicht meins. So, das war das Unboxing auch schon. Gibt es eine Demo dazu? Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich weiß, dass es zu den anderen Yokai Watch eine Demo gibt. Guckt es einfach mal an oder guckt euch den Trailer an. Wenn ihr die Serie mögt, beziehungsweise die anderen Spiele, wird ihr damit nichts falsch machen. Wie gesagt, hinten steht, das ist die Ultimate Edition. Und gucken wir einfach mal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder und freue mich über eure Kommentare und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.